Alter Schwede. Das war eine coole Szene, muss man sagen. Geil. Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Das stimmt. Ist dafür noch nicht zu spät, Lara. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Aber mal im Ernst, könnt ihr euch die Lara als Mutti vorstellen? Garantiert nicht. Oder so als Küchenschürzenträgerin. Glaube nicht. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Na, der Plan ist cool. Zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Ich will weitermachen. Auf. Obwohl, warte mal. Erstmal im Lagerfeuer. Unfassbar, wie ab. Vier Fertigkeitspunkte, super. Warte mal, was ist denn das? Ausdauer-Kräutermischung reduzieren den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfangriffen. Das ist eigentlich ganz cool. Ah, nehmen wir mal das, da komm. Ich werde jetzt auch gar nicht lange nachhaken. Wir sind jetzt wieder in dieser großen Stadt. Die Stadt interessiert mich aber eigentlich gar nicht mehr. 82% ist zwar keine 100%, aber... Lara, schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls, Uchu. Wie laufen die Vorbereitungen für Ätzlis Krönung? Nicht gut, leider. Du warst kaum aus Paititi weg, da brachten Jäger Shans Leiche aus der Wildnis mit. San, war er auch einer von denen, die du losgeschickt hast? Um den Meisterbogen zu holen, ja. Lara, ich frage ungern, aber... Aber du willst wissen, ob ich den Meisterbogen hole. Es ist viel verlangt. Das ist der am schwierigsten zu beschaffende Gegenstand. Shan war einer unserer Besten. Darf ich fragen, was den Bogen so besonders macht? Königin Unuratus Ahnen schnitzten ihn aus dem ersten Saberbaum, der in der Wildnis außerhalb der Stadt wuchs. Er wurde über Generationen vererbt. Wollen wir den noch Sie machen? Oder wollen wir die Geschichte weitermachen? Vater am Hochzeitstag geschenkt. Er verbindet die beiden Familien. Aber er ging vor vielen Jahren verloren. Der Nawal hat ihn. Der Nawal? Das ist jemand, der die Macht hat, sich in ein Tier zu verwandeln, richtig? Ja, der hier durchstreift den Dschungel vor der Stadt. Er war neidisch und hat Sairi um den Bogen betrogen. Ätzli ist der rechtmäßige Erbe des Meisterbogens. Ohne ihn kann er nicht König sein. Okay. Wo muss ich hin? Danke. Du findest den Eingang direkt gegenüber, über dem Flussufer. Ich werde alles tun, um den Bogen zu holen.
Bogen holen. Ja, würde ich ja gern am liebsten noch machen. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli. Ja, Ätzli ist erwachsen. Pipapo passt schon, kennen wir. Jo, ich würde ja trotzdem gerne den Bogen holen. Aber wenn ihr die Story weiter wollt, dann ist das für mich auch in Ordnung. Diese Stadt aber auf der anderen Seite auch nicht mehr sehen. Muss ganz ehrlich sagen. Hier scheint es in den Dschungel zu gehen. Nicht sehr einladend, aber genau darum geht's ja. War ich hier nicht schon? Du zuerst. Zuerst? Ich gehe da gar nicht rein. Hast du den gesehen, den sie rausgezogen haben? Was von ihm übrig war. Na los, nur bis zum Ende des Pfads. Wenn mein Vater wüsste. Es ist zu ruhig. Da draußen ist irgendwas. Das gefällt mir nicht. Entweder sind es diese wilden Verrückten. Das sieht aus wie ein Opferaltar. Aber das kannte ich doch schon. Was esse ich heute? Keine Ahnung. Sackfußnägel. Warum haben schon so viele geschlossen? Wollen die alle mein Geld nicht? Es ist 10 Uhr. Was erwartest du? 22 Uhr. Okay. Ich wette, der Meisterbogen ist irgendwo da drin. Alles klar, aber lass mich doch erst nochmal hier ein bisschen umgucken. Obwohl es eigentlich relativ egal ist, ich will jetzt. Ernsthaft. Das ist ein verkleideter Puma. What? Ein gepanzerter Tiger. Nein! Oh. Alter! Fick die Henne! Das wird so ein Quicktime-Event-Ding. Wer hat denn das Ding überhaupt angezogen?
What? Ein weißer Jaguar. Ich habe jetzt ein riesiges Grab oder so erwartet, aber das... Schöner Bogen. Doch, gefällt mir. Okay, bringen wir den Bogen zu Ucho zurück. Aber wer hat dem Tier das angetan? Irgendein Idiot muss den doch angesteckt haben. Naja, komm, ist egal. Ich habe mehr als genug Sachen. Dann haben wir das jetzt auch noch schnell gemacht. Und dann ist gut. Das war eine coole Idee. What? Hä? Aber ich muss doch irgendwie zurück. Was ist los? Achso, komme ich hier lang? Nee, kann ich nicht da lang. Du weißt, dass ich immer noch ein Spiel kommentieren muss. Von daher kann ich nicht immer alles beantworten oder begründen, was ich sage. Ja, dann können wir es nicht weiter weißt oder weiterkommst. Ja, ich fand es halt nur gerade komisch, dass ich dieses eine... Dingsbums da nicht runterkam. Oh, Gold, Gold, Gold. Money, money, money. Es funkelt so schön. War ich da nicht schon? Oh, ich hab kaum noch Pfeile. Pfeile wieder, meinen Pfeilvorrat auffrischen. Und jetzt wieder durch die ganze Stadt rennen. Ja, super. So, ja, wieder in die Höhle. Und dann mache ich mit der Startquest weiter. Können die sich immer noch nicht frei bewegen draußen? Oder warum müssen sie sich hier in der Höhle verstecken? Der Meisterbogen, das letzte Stück, um die Zukunft von Paititi einzuleiten. Und der Nawal, bist du ihm begegnet? Ja, er ist tot. Erzähl, welche Form hatte er? Er war ein Jaguar. Ah, die mächtigste seiner Formen. Er hat dich für einen gefährlichen Gegner gehalten. Uchu, wie lange war dieser Nawal schon im Dschungel? Als Kinder hat man uns immer gewarnt, die Grenzen von Paititi zu überschreiten. Aber seit Amaru die Macht hat, war der Nawal aktiver. Glaubst du, Amaru kontrolliert den Nawal? Ja, als ständige Bedrohung. Jetzt nicht mehr. Du hast viel für die Zukunft von Paititi getan, Lara. Es wäre eine Ehre, wenn du bei der Zeremonie der Könige dabei wärst. Mir wäre es eine Ehre. Hier, ich habe etwas für dich. Das ist von der Rüstung von Etzlis Vater Sairi, als Symbol deiner Tapferkeit. Ich möchte, dass du es bekommst. Danke, Uchu. Alles klar.
Oh, okay. Ich habe keine Wahl. Ich muss damit. Das Königshorn hat euch alle gerufen, Zeugen eines Neuanfangs zu sein. Willkommen zu der Zeremonie der Könige. Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi, tritt vor. Im Amulett des Retters wohnt die Weisheit unserer Vorfahren. Höre darauf, damit deine Urteile stets gerecht und voller Gnade sind. Im Meisterbogen wohnt die Stärke unserer Vorfahren. Respektiere sie, damit deine Herrschaft verantwortungsvoll und gerecht ist. Und schließlich wohnt in dir, junger Etzli, die Zukunft. Sei ein König, der handelt. Schaffe Hoffnung. Schaffe Liebe. Warte nicht, dass die Gnade aus der Höhe herabsteigt, sondern gib dein Bestes, um sie selbst deinem Volk zu bringen. Alles klar. Volk von Paititi, ich präsentiere euch voller Stolz Etzli, Sohn von Unuratu, Sohn von Sairi und euer König. Okay. Wissen wir Bescheid. Kleiner Mann, ganz groß. Neue Ausrüstung. Geilo. Legendäre Bestie gespeichert. So, neue Ausrüstung. Die will ich natürlich gleich ausprobieren. Und dann... Unfassbar, wie erwachsen... Ja, wie erwachsen der ist. Das ist schön und das ist toll und das ist gut. Mankos Tunika. Mankos Stiefel... Alles klar. So, ein Fertigkeitspunkt ist relativ egal. Keine Ahnung, was ich da trage. Hauptsache irgendwas. Und jetzt geht's weiter. Punkt ohne... Dauert nicht lang. Punkt ohne Wiederkehr. Wenn Sie mit Essel gesprochen haben, ist die Schnellreise deaktiviert. Bis sie das Spiel abgeschlossen haben. Blupino, mach dir mit. Dann gehe ich nochmal kurz Baby machen und dann ziehen wir es durch. Unfassbar, wie erwachsen Etzli in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Er hat beide Eltern verloren. So wie du. Ja, aber ich glaube, er wird etwas besser damit fertig. Das sieht nur von außen so aus. Auf ihm lastet so viel Verantwortung. Unvorstellbar. Es geht nicht mehr nur um Trinity, richtig? Nein. Jetzt geht es um Paititi. Und, gab es Antworten? Oder wollen wir das beim nächsten Mal machen? Ich will trotzdem mal speichern. Gerade mal 10%, da ist aber noch einiges. Na gut, egal. Danke. Ja, machen wir durch. Los geht's. Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Etzli? Es gibt verschiedene Optionen. Uchu? Kukulkans Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides?
Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Yeah. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Muss ganz ehrlich sagen, der Tod von seiner Mutter, den hat er gut verkraftet, der Kleine. Der hat ihm ordentlich ein paar Balls gegeben. Die sind ganz schön, die werden auch langsam ordentlich haarig. Der Kleine hat schon echt Courage. Du musst dort entlang. Schon geil. Lara, ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Danke. Pass auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Hat uns schon lange nicht mehr genannt, kleiner Vogel. Im ersten Tomb Raider war das schon ganz lustig. Finde ich krass, dass er uns so lange begleitet. Ja, wieder Wasser. Estli überließ mir die Hälfte von Unuratus Sonnenfinsternis-Amulett. Ich bekam den Mond, er behielt die Sonne. Das heißt wohl, er geht davon aus, dass wir die Dunkelheit über Paititi beseitigen werden. Eine große Bürde. Ich hoffe, ich werde dem gerecht. Klar, Lara. Hast auch uns. Lob und Hino sind bei dir, sind moralische Unterstützung und ich begleite dich im Spiel. Oh, zum Glück konnten wir. What? Achso, Unterwasservulkan, stimmt, da war ja was. Muss mal aufpassen, das X wird nicht angezeigt. Hier keine Fische oder Piranhas oder was weiß ich. Was war das denn? Geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Alter, wenn ich mal so bedenke. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin.
Das erinnert mich so ein bisschen an Rise of the Tomb Raider, da war das Ende auch so relativ ähnlich. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Unoratus Schicksal? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?